Hallo zu On The Grid. Der Mann, der in die Kamera lächelt, heißt Roman Möseneder. Er ist seines Zeichens nach freier Journalist, arbeitet für Weiß und die Zeit Online und beobachtet gerade hier in Graz den identitären Prozess. Was ist dein Eindruck, Roman? Es ist durchaus ein bisschen ein komischer Prozess. Ich habe mir das als ein bisschen ernster eingeschätzt. Es ist nämlich ein bisschen Angriffe von mehreren Seiten. Es wird zwischen den, oder in gewissen kurzen Pausen sehr viel herumgewitzelt. Der Staatsanwalt ist angriffig, der Verteidiger. Und irgendwie, es sind komische Situationen. Und für mich, der ab und zu Gerichtsprozesse beobachtet, komische Situationen tatsächlich. Der Eindruck ansonsten, der Staatsanwalt hat nicht unbedingt für mich sehr gute Beweise, ist auch gegen die Identitären sehr angriffig und verwendet Aussagen wie, naja, ihr seid ja so gesetzestreu und heimatschützend, warum sprüht ihr da mit Sprühgrad? Das heißt, doch irgendwie ziemlich polemische Aussagen. Er wirkt auch in gewissen Teilen ein wenig unvorbereitet und als hätte nicht wirklich Lust. Der Richter wirkt für mich ein wenig entnervt, ihn stört die Situation schon ein bisschen und weist sehr oft darauf hin, dass gewisse Fragen schon gestellt wurden und nicht doppelt vom Verteidiger, vom Staatsanwaltschaft gestellt werden sollten. Der Verteidiger hält sich bislang sehr gut raus, um das so zu formulieren, nur wenn die Fragen länger und tiefer werden, greift er dann ein und versucht irgendwie die Situation abzulenken von den Identitären und greift auch ein bisschen den Staatsanwalt an. Also es ist durchaus, es läuft seine Dinge, so wie ich es auch mir gewisserweise gedacht habe, heißt Identitären sind einvernommen worden, jetzt kommen die Zeugen, gestern gab es mehr oder weniger ein Eklat, das heißt ein bosnischer Staatsbürger, der in Österreich lebt, wenn ich das richtig verstanden habe. Der hat ausgesagt und oder zumindest hat er jetzt die österreichische Staatsbürgerschaft und er hat ausgesagt und hat bezüglich der Aktion in der Uni Klagenfurt erzählt, dass er tatsächlich Angst hatte, wie die Identitären in den Raum stürmten, weil es für ihn wie eine Invasion war. Das hat ihn an den Bürgerkrieg erinnert und danach hat einer von den Identitären Bewegungen, der auf der Anklagebank saß, ein wenig gelacht, was den Richter nicht gut schmeckte. Er hat ihn direkt ermahnt. Das war das Eklat von gestern und ansonsten läuft das seine Dinge. Aussagen werden ja ganz normal regulär getätigt. Jetzt sind die Zeugen dran. Ein Mann vom Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung sollte den Begriff des Rechtsextremismus definieren. Konnte er meiner Auffassung nach nicht wirklich. Das kam mir ein bisschen komisch rüber. Auch eine Zeugin, die bezüglich der Aktion in der Uni Klagenfurt da war, sollte erklären, was der Unterschied zwischen dem Inklusionsbegriff und dem Begriff der Integration ist. Auch das konnte sie nicht wirklich. Das wirkte für mich ein wenig komisch, nachdem sie ein Jahr, das studierte, also zwei Semester. Was jedoch für die Identitären nicht so gut war, ist die Aussage gewesen gestern von der ehemaligen Korrektorin der Uni Klagenfurt, die tatsächlich die Leute ein wenig belastet hat. Sie sagte zwar, dass es tatsächlich dann gewaltfrei war, aber es wirkte so, als könnte es gewaltvoll werden. Das ist jetzt nicht unbedingt positiv für die Identitären. Heute war tatsächlich ein positiver Tag, also von heute spreche ich Freitag, zweite oder dritte Verhandlungswoche, kann ich gerade nicht... Ja, wir sind in der dritten zur Erinnerung. Genau, in der dritten Verhandlungswoche, Freitag, also jetzt haben wir noch eine Woche, ab Dienstag, ich weiß nicht, wann das Video online kommt, und heute war es so, dass auch türkische Staatsbürger gesprochen haben. Ein türkischer Staatsbürger, er ist Kurde und Moslem, sagt jedoch, also in Österreich leben seit 1993, und erzählte aber, dass er die Identitären verstehen kann und auf die Frage, was er denn machen würde mit Leuten, die, oder was er dazu denkt, von Leuten, die in Österreich leben, aber Erdogan wählen, sagt er, naja, heimschicken. Zweiteres meinte er, dass warum auf die Nachfrage, warum er, was sein Erdogan nicht gut findet, meinte er nur, ja, gebitte. Das heißt, das war da doch ein wenig, glaube ich, positiv für die Identitären, wenn man so auffasst, dass ein Moslem von sich selbst sagt, dass es keine Hetze war gegen Muslime, wenn ein Sticker geklebt wird mit Islamisierung stoppen, wenn ich mich richtig erinnere, also den Islamisierungsbegriff oder Islamisierung tötet, dass es für ihn keine Hetze ist, ist es dadurch, glaube ich, schon ein wenig entlastend für die Identitären, auch wenn andere eine andere Meinung dazu hatten, aber wenn das von einem Moslem kommt, wirkt sich das sehr gut auf die Identitären auf, denke ich mal, ja. Es hört sich zumindest so an. Hinzuzufügen ist,
Warum ist der Mann überhaupt in den Zeugenstand gekommen? Weil eben Bickeln auf seinem Lokal in Feldbach waren, wo der Ham statt Islam gestanden ist oder diverse andere Verunglimpfungen. Das ist die andere Geschichte. Abschließend dazu, weil so viel Zeit haben wir ja nicht, wie wir beide warten auf den Zug gerade, in der Kurzfassung, was erwartest du dir und glaubst du, dass es nächste Woche bereits eine Entscheidung geben könnte in dem Fall? Es ist ganz schwierig, es wird diskutiert, ob es schon eine Entscheidung geben wird. Ich habe gesagt, dass ich nicht damit rechne, dass es gleich ein Urteil gibt, sondern dass man doch länger darauf warten muss. Andere sagen, das Urteil wird noch im Juli eintreffen. Also das ist ganz gespaltene Meinung. Ich glaube nicht, weil die Ressourcen sind doch ziemlich ausgereizt und das muss protokolliert werden. Ich rechne nicht damit, aber ich würde mich nicht festlegen. Des Weiteren glaube ich, dass der Anklagepunkt der kriminellen Vereinigung, ich meine, das ist jetzt natürlich schwierig, das vorherzusagen, weil man sich damit tatsächlich sehr lächerlich machen könnte, wenn ich jetzt falsch liege. Nein, aber wenn ich jetzt eine Einschätzung eingeben würde, würde ich sagen, naja, ich glaube nicht, dass sie wegen krimineller Vereinigung verurteilt werden. Die anderen Punkte wie Nötigung oder so ist wieder eine interessante Geschichte, da kann ich mich gar nicht festlegen. Was ich sagen kann ist, wenn hier jemand wegen Verhetzung verurteilt wird, könnte das auch auf die Deutschen auslegend spannend werden, da diese gleiche Parolen verwenden und ein ähnliches, sehr ähnliches Gesetz haben, bezüglich das dann aber Volksverhetzung heißt. Das könnte sich eben nicht nur auf Österreich, sondern auch auf die deutsche identitäre Bewegung auswirken. Da ist der Prozess ein spannender. Was genau rauskommt, will ich mich und kann ich mich nicht festlegen, weil die Frage ist, warum klagt die Staatsanwaltschaft gerade? Bislang kam noch nicht wirklich etwas durch, wo ich sagen würde, ja, das ist so ein Punkt, wodurch sie ganz sicher verurteilt werden. So, jetzt gibt es einerseits eben laut meiner Auffassung oder meiner Einschätzung die Möglichkeit, dass am Ende noch irgendein Knaller kommt oder ein wichtiger Zeuge oder ein wichtiges Beweismittel, was gefunden wurde. Oder eben es wird der Prozess gemacht, dass er gemacht wird und dass das irgendwann mal abgehakt wird. Weil die Identitären vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft sind doch sehr umstritten. Und wenn der Prozess gemacht wurde, dann wurde er gemacht und das ist dann soweit abgeschlossen. Das heißt, eins von den beiden Sachen wird es und ich bleibe bis zum letzten Tag gespannt, ob vielleicht noch irgendein großer Knaller rauskommt. Gut, dann sage ich herzlichen Dank, gute Heimfahrt wünsche ich dir an dieser Stelle und wir sehen uns nächste Woche. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!